Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Destiny Tomb Raider Definitive Edition. Ich komm da rauf. Und jetzt kann ich endlich mal die Kletteraxt benutzen. Wenn wir im letzten Part nicht konnten. Wow, bleib doch rüber. Sehr gut. Okay, hier können wir wenigstens öfter drinnen. An Charter 4 konnte man nur einmal dann gegen die Bande, dann musste man irgendwie da so weiterkommen. Aber ja, natürlich, Tomb Raider kam natürlich davor raus und das ist jedem bewusst. Und es ist auch jedem bewusst, dass Uncharted die Kletterfunktion geklaut hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen geklaut, halt einfach benutzt. Ich meine, okay, Sprung zur Seite. Let's left Viereck. Ja, okay, gut. Warum wurde mir gerade das Waffensymbol angezeigt? Muss ich jetzt hier kämpfen? Ja, komm, ist gut jetzt. Geheimes Grab in der Nähe. Mit der Kletteraxt zu klettern ist cool. Das macht Spaß. Man kann auch so schneller klettern, indem man einfach dann X drückt. Okay, hier jetzt rüberspringen im Viereck. Ja. Und dann gibt's hier nicht. Wenn ich jetzt hier theoretisch X einfach drücke und Viereck. Ja, okay, so. What the fuck? Und nix war's. Okay, hier sind gerade viel zu viele Menschen. Ich mach mal nichts. Das sollen erstmal weniger sein, weil das sind jetzt gerade 3 Stück. Einer davon wird überleben. Ich sehe. Wo verstecken die sich? Woher weiß er jetzt, wo ich... Scheiße, der doch! Den Beinschuss hat er nicht umgebracht. Und den auch nicht. Ja, das war nicht blöd. Das war nicht schlau. Man muss die dann wirklich... Wow! Der ist immer noch nicht tot gewesen. Ja, das war nicht schlau. Das war absolut nicht schlau. Ich dachte halt, ich kann die locker gleichzeitig töten, bevor er Alarm schlägt. Und ich wusste nicht, dass die dann direkt wissen, wo ich bin, wenn er nur sagt, ich werde beschossen. Ah ja, wow. Auch ein Schaden. Aber anscheinend war ich gerade realistisch, deswegen habe ich gedacht. Ich schätze mal darüber. Oh Gott, mit dem Blitz mag ich nicht. Bitte hör auf zu blitzen. Das sehe ich dann nämlich kurz mit. Oder beziehungsweise. Meine Augen! Okay. Nein! Lara, was ist denn mit dir? Fuck, bin ich zu früh gesprungen? Ich bin zu früh gesprungen, oder? Oh! Fuck! Ich wusste, dass es einen gerade. Das ist einfach so offensichtlich. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Achso, da muss ich dann hochklettern, oder was? Müsste aussehen wie eine alte Telefonverbindung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Ich muss irgendwo jetzt hochklettern, ja. Gut. Bitte! Das muss alles nicht sein! Uah. Als Maul mit deinem, ich bin verwundet, Mann. Aber dagegen konnte, ja, da hat doch der Bogen nichts gebracht. Die wussten ja direkt, wo ich bin.
Mann, warum müssen die denn mich mit mir anlegen? Warum können die uns nicht einfach in Ruhe lassen? Ist ja nicht so, als wenn wir irgendwie ihre Insel wäre, ja, irgendwie Gottesstätte oder so. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Dass wenn man hier jetzt ist, dass man direkt irgendwie ein Arschloch ist oder so. Okay, da muss ich hin. Ich meine, die haben uns ja direkt gefangen genommen, wo wir die zum ersten Mal gesehen haben. Ich finde nicht so, als hätte jetzt einer von uns irgendwie so scheiße gebaut und deswegen. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater... Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham, Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahe bringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action! Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Damn it! Okay, komm. Wo sind wir jetzt lang gekommen? Auf jeden Fall nicht von hier.
War nix. Der ist auch tot. Der scheint tot zu sein. Hier wird nämlich nichts mehr rot angezeigt, als wäre da jemand. Komm schon. Das sind auf jeden Fall noch welche. Ey, Schlafkappe. Was? Hä? Wer lebt denn? Bitch. Woher wüssten die jetzt, wo ich bin? Da ist doch mal einer. Was machst du? Wer lebt denn jetzt noch? Was? Wird irgendwie alles angezündet, aber ich weiß nicht von wem. Mein Gott, du triffst mich mit dem Scheiß nicht. Da. Du da hinten. Nein. Fuck, das wollte ich doch gar nicht. Wow! Warte, ich loot erstmal die ganzen Leute hier. Da lebt noch einer. Werde ich merken, wenn jemand auf mich einen Molotov wirft. Lara, sagst du jetzt auch. Okay, ich kann nicht mehr in Deckung gehen. Ich schätze mal, das war's. Weil hier ist ja wohl ein Grund, warum ich nicht mehr in Deckung gehen kann. Also irgendwie hat einer noch davon gelebt. Ah. Crap. Sehe ich auch irgendwo Gegner? Mit dem Überlebensinstinkt sehe ich keine Gegner. What the? Junge! Wo ist der andere? Da. Nein! Verbrennen! Nein! Habe ich auch irgendwo Schuss? Ja, danke. Ja, bei Ding an. Ja, okay, das waren Granaten. Weil in Uncharted haben sie nämlich immer mit Granaten geworfen. Wenn du dann einen angeschossen hast, dann hat ist die bei ihm explodiert und ist er so gestorben. Aber das sind auch Molotovs. Obwohl, das war, glaube ich. Nee, das war ein Last of Us, stimmt. Ja, okay, das sind auch wieder komplett andere Spiele da. Meine Uncharted und Tomb Raider sind ja ziemlich ähnlich. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Aber Ding, ja, Last of Us und Tomb Raider, das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Es ist eiskalt. Ja. Scheiße, das ist ein Problem. Sorry. War das jetzt gerade ich? Nein. Hier kann ich durch. Ich
echt keine Gegner damit. Ich sehe Ratten, oder? Da sind welche. Nein! Ruhig stellen, schwere Beinverletzungen setzen Feinde außer Gefecht. Ja, aber die schreien dann. Hab dich. Musik ist ruhig, okay. Geht aus der Deckung raus. Oh, warte mal. Ah, nee, da brauche ich ein Lager für, stimmt. Was war? Was macht ein Dreieck? Ah, Dreieck ist, glaube ich, schlagen, oder? Oder halt schubsen, wie es vorher. Oh, das berühre ich lieber mal nicht. Halt die Fresse. Weißt du, das, ja, durchs Bein schießen? Stellt sie nicht ruhig, die schreien dann rum, ich wurde verletzt oder ich wurde getroffen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, dass die anderen genau meine Location wissen. Soll ich da jetzt rein? Will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, warte mal, das kann ich doch theoretisch als Waffe benutzen. Ah, die lässt fallen. Ah, schade. Theoretisch hätte ich das, aber könnte ich damit jemand anzünden. Okay, die geht nicht in die Deckung, also keine Gegner. Ich weiß, wie das Spiel heißt. Warte mal. Okay, irgendwas muss ich mit der Laterne machen. Wait a second. Das kann ich doch bestimmt da durchwerfen. Oh? Macht's was? Es macht nichts. Ich dachte gerade wächst der kleinen Cutscene. Irgendwas muss es ja doch noch geben. Ja, noch mal eine. Aber hier kann man doch bestimmt auch noch was mitmachen, oder? Nein. Oh, okay, ich dachte, es geht kaputt. Ah, natürlich geht's Fenster nicht kaputt. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Was? Ja, scheiße. Das hätte ich damit treffen sollen, oder was? Ja, okay, die Laternen spawnen aber wieder. Ich muss jetzt irgendwie da durchwerfen, damit es das Glas trifft. Nein! Oh! Ja, super. Wie soll ich das denn machen? Das kommt. Das wird niemals klappen, Leute. Oh! Na! Ja, jetzt brennt das ganze Zimmer. Das bringt auch nichts. Was soll ich denn tun? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ja, das Glas sieht zerbrechlich aus am Arsch, Mann. Welches Glas überhaupt? Keins von den beiden ist zerbrechlich. Kann ich zerstören. Oh, warte, hier kann ich was machen. Keinen Ausweg, Outsider!
Weg von dir! Ich will den Bastard verbrennen. Was ist denn der jetzt eigentlich? Ist der tot oder was? Ah, ich muss wieder runterdrehen. Nein, geht nicht, scheiße! Ja! Ja! Beeil dich doch! Das Glas sieht zerbrechlich aus. Halt's Maul! Ja toll! Jetzt habe ich nur noch ein viel größeres Problem. Ja, was denn zerbrechlich? Ich kann das nicht zerbrechen. Außerdem ist da auch noch so ein Gitter dran. Ja, Schnauze. Ja, ich weiß, wo ich hin soll. Ja, wenn ich da jetzt rüber gehe, bekomme ich direkt wieder Schaden. Toll. Ja, und zurück kann ich auch nicht. Ja, ist super. Was soll ich jetzt machen? Habe ich überhaupt was richtig gemacht? Ja, und das lässt sich direkt wieder fallen. Der Typ lebt ja immer noch. Ja, was ist denn so zerbrechlich? Hör auf! Was soll denn die Scheiße? Ja, toll. Ganz ehrlich, toll. Ich check's nicht. Was soll ich denn da tun? Niemand geht. Jetzt ist es jetzt sicher, aber wenn ich das wieder anstelle, was mir übrigens nichts bringt.